Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Borderlands The Pre-Sequel. Wir cheaten jetzt ein wenig. Ja, cheaten ist vielleicht falsch gesagt, aber wir kreisen eben nach Concordia und gönnen uns einen Drink von Moxie. Denn so werden wir ein bisschen stärker und können somit auch den Typen leichter besiegen. Ja, momentan sehe ich gerade keine Zukunft irgendwie. Momentan ist echt so hammerhart schwierig. So, trinke vielleicht. Munitionsregeneration plus 0,1. Bietet Munitionsregeneration, dauert 30 Minuten. Es darf nur ein Moxie. Okay, den wollen wir nicht. Der beste Trink, den es gibt. Stillt den Durst der Waffe. Zusätzlicher Waffenschaden, dauert 30 Minuten. Es darf nur ein Moxie-Cocktail auf einmal getrunken sein. Okay, Waffenschaden plus 10%. Das wäre nicht ganz gut. Schadensresistanz. Ja, das ist nur Korrosionsschaden. Teils vollständige Gesundheitsregeneration. Regeneriert jede Sekunde einen Teil deiner Gesundheit. Dauert 30 Minuten. Nee. Schaden wäre nicht schlecht eigentlich bis jetzt. Was gibt's hier noch? Versteckte Waffen nach Veränderung. Verbessert die Waffenhandling. Dauert 30 Minuten. Nee. Zusätzlicher Nahkampfschaden. Nee. Mitnehmen und... Erhöht Elementareffektchance. Dauert 30 Minuten. Nee. Macht er mit Gewalt Nebelhöhlen und Freien. Das ist leider eine Fälschung. Verringert O2 Verbrauch. Dann nehmen wir den mit der Stärke hier. Wie teuer sind die denn? 20 Mondstellen, das ist natürlich auch teuer. Was wir vorher machen, ist, wenn wir zu Crazy Earl gehen und uns da ein bisschen Munitionnachschub kaufen und so. Ja, genau, hier. Dann können wir mal eben kurz gucken, ob wir hier nicht doch noch irgendwas für unsere schönen Sachen haben, die wir auch wirklich brauchen. Zum Beispiel das könnte ich vergrößern, das Magazin. Könnte ich sogar nochmal machen. Jetzt haben wir immer noch genug für so Moxie-Cocktail. 34 muss reichen. Jetzt haben wir auch viel, viel Schuss für das Ding, was wir momentan in der Hand halten. Ich könnte auch mal wieder... Komm, wie viele goldene Schlüssel habe ich denn? Ich mache eine kleine Vorbereitung auf den Kampf. 125, ja komm, dann verbrauche ich jetzt mal eben 5. Was für ein Glück man einfach haben muss, oder? Was für ein Glück man einfach haben muss. Wenn die jetzt besser sind als meine, wäre das schon sehr, sehr geil. Das sind einfach zwei Stück von der Sorte drin, die wir eigentlich haben. Selbst die ist schon besser, aber die hat nicht so eine hohe Feuerrate. Das kenne ich ja. Die ist nicht besser. Die ist besser einfach. Zack. Hammergeil. Hammergeil. Direkt beim ersten Kistenöffnen sowas was Hammernices rausgekriegt. Sehr, sehr schön. Brauchen wir nämlich die alte, brauchen wir jetzt nicht mehr. Die hier. Nee, ich weiß das gar nicht. Wo ist sie denn? Unsere alte Standardpistole, da ist sie doch. Ja, kann man auch wunderbar mit schießen. Das ist alles kein Ding. 35.000 mal 10. Nee, brauchen wir eigentlich beides nicht. Granatbots sind immer nicht so meins. Irgendwie spiele ich nicht so gerne mit Granaten. 123. Ja, das gibt's doch nicht. Warum nochmal Granaten? Warte mal, der eine Granatbot war nicht schlecht. Hier ist nämlich nur eine Sekundenzeit von... Ah, Feuerschaden. Nee. Und Feuerschaden brauchen wir doch gar nicht. Wäre das Korrosionsschaden oder Elektroschaden, wäre das geiler. Wäre schon um einiges... Aha, Schilde. Schlechter als meins. Auch schlechter als meins. Was ist denn das für eine Verarsche? Ich muss immer... Ich achte dabei eben auf die Kapazität, auf die Lade... Okay, auf eigentlich alle drei Kriterien bei Schilden. Nicht gesund, aber heftig. Gesucht. Schneller als du, rücksichtslos. Das sind auch nicht so die besten Sachen, die es gibt. Also die können viel verkaufen davon wieder. Das alles hier. Ein Glasmods. Ganz viele Granatmods haben wir auch daraus gekriegt. Richtig kacke. Das ist ein Schild, das wir jetzt hier drin haben. Kann ich eigentlich auch wegballern. Das hat nur eine hohe... Ja, was soll's. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Nee, erst den Moxie-Cocktail nehmen. Ich habe noch nie so einen Moxie-Cocktail genommen. Waffenschaden plus... Zack. Ah, da sieht man jetzt diesen Bonus, den wir haben. Für eine halbe Stunde. Das ist natürlich auch ein bisschen teuer für eine halbe Stunde, finde ich schon beinahe. So, wo müssen wir jetzt hin? Was? Es ist zwar hier irgendwo bezeichnet, aber es ist nirgendwo. Das ist doch jetzt Kacke. Oh nein. Ich dachte, jetzt müssen wir wieder zu dem Typen hinlaufen. Hier können wir auch her. Der Nexus? Ist es in der Nexus? Wo müssen wir denn da hin? Was ist das denn bitte? Wir haben einfach keine Position, wo wir hin müssen.
Ja, das ist hier jetzt mal mega kacke. Ich glaube, wir müssen zu unterbewusst. Sonst könnte ich mir das... Was anderes könnte ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Da müssen wir da irgendwie herlaufen, aber... Das ist ja jetzt mal mega kacke. Was für eine Verarsche, Mann! Jetzt kommen wir gar nicht so direkt dahin, oder was? Ich dachte, wir könnten einfach hinreisen, ohne Probleme. Aber na gut, wir haben jetzt eine bessere Pistole. Also ich denke mal schon, dass es, dass auch wenn wir jetzt den Moxie-Cocktails verschwenden oder so, dass es trotzdem noch eine reelle Chance für uns gibt. Einfach jetzt hier kommen. Immer schnell drumherum. Das wird ja nicht so lange dauern hier. Sind wir da im Kinderparadies? Hallo, komischer Roboter. Ich ignoriere ich jetzt einfach mal. Kann man ja machen, mal eben. Alter Schwede. Ja, da sind jetzt zwei Tore, da wo wir reingehen können. Irgendwo weiter rechts müssen wir eigentlich hin. Hier ist glaube ich nur, dass wir... Oh, das gibt es nicht. Jetzt verlaufe ich mich auch noch. Das darf doch alles nicht wahr sein, ne? Das darf doch echt alles nicht wahr sein hier. Ich glaube, hier können wir her, oder? Wie sind wir ihm auch hergefolgt? Deswegen meine ich, dass wir hierher könnten. Hoffe ich einfach mal. Hier hat er dieses komische Dings aufgemacht, genau. Und hier gibt es irgendwo eine... Das darf keine Schnellreisestation sein, oder? Wir müssen hier runter einfach. Boing, boing, zack. Kein Problem. Hier ist natürlich eine Schnellreise, natürlich. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Das gibt's doch wohl nicht. Aber entweder bin ich jetzt gerade dermaßen verpeilt, oder es ist einfach nur schlecht ausgeschildert. Naja, ausgeschildert. Ah, tötet mich bitte nicht. Tötet mich jetzt bitte nicht. Dankeschön, dass ihr mich jetzt nicht getötet habt. Ihr könnt mich alle mal gern haben. In der Pistole haben wir auch ein bisschen mehr Munition, das ist ganz cool. Zack. Diese Verwirrungsstiftung, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Manchmal mal einen kurzen Speedrun durch, sozusagen. Um wieder zu unserem Feind zu kommen. Was kann doch nicht wahr sein, dass wir hier komplett einmal nochmal herrennen müssen. Na komm. Komm. Das schaffen wir nicht. Das ist nicht wahr. Oben auf die Hecken kommen wir doch. Oben auf die Hecken kommen wir vielleicht drauf. Oh komm, jetzt sind wir irgendwo gegengeprallt. Gibt's doch nicht. Jawohl, wir kommen oben auf die Hecken drauf. Also kommen wir auch wahrscheinlich dann hier jetzt hier. Zack, zack. Und weiter geht's. Müssen da, denke ich, mal hoch, ne? Perfekt, genau. Wir haben auch immer noch 25 Minuten. Wir haben einfach mal 5 Minuten erst von dem Moxie-Cocktail verschwendet. Also so viel ist es jetzt auch noch nicht. Und einfach weglaufen, einfach weglaufen. Einfach die ganze Zeit durchlaufen. Aber das muss doch irgendwann mal hier kommen, hier die Stelle, wo wir hin müssen. Kann ja nicht angehen, dass sie hier 10.000 Jahre lang laufen und dann aber nichts kommt. Wir müssen irgendwie, glaube ich, da hinten... Ja, genau, wir müssen da auf dieses Podest. So war das. Nein! Oh mein Gott, jetzt bin ich fast noch runtergefallen. Ich bin so dumm. Dann kommen wir nämlich hier hinten auf dieses Podest, genau. Dann kommen wir hier rüber. Da sind sogar viele Gegner. Ich glaube, die werden mich gleich töten, ja. Komm. Jetzt kapiere ich, werde dich. Weil die nicht hier hochkommen. Komm, fliegende Teile. Komm zu mir, bitte. Das ist jetzt gerade nicht wahr. Das darf doch nicht angehen. Oh nein. Verdammte Scheiße.
Es darf nicht wahr sein. Und die ganze Zeit geht er von unserem Cocktail ab. Ja, komm, spawn doch schneller, bitte. Oh Mann. Aber damit sage ich es mir da. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bei Borderlands The Pre-Sequel.